Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Instagram-Stars Lisa und Lena und um die Frage, wer sind diese Zwillinge? Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe mich in den letzten Wochen wirklich häufig gefragt, wer sind diese Zwillinge? Denn immer wenn ich auf Twitter oder Instagram unterwegs war, kamen immer mehr Fanpages zutage, auch unter meinen Followern. Und ich habe mich echt gefragt, wer sind die und was machen die? Und ich habe ein bisschen rumgeforscht die letzten Tage, muss wirklich sagen, Respekt, was die innerhalb von kurzer Zeit geschafft haben und womit die so berühmt geworden sind, das erfahrt ihr jetzt. Lisa und Lena sind beides 13-jährige Zwillinge und das aus der Nähe von Stuttgart. Sie kommen also aus Deutschland und das ist, finde ich, schon die erste Überraschung, denn ich dachte, als ich dieses erste Mal gesehen habe, das sind irgendwelche Jungschauspielerinnen aus L.A. Beide haben seit Anfang des Jahres 2016 auf Instagram über 5 Millionen Follower gesammelt. Und gerade wenn man bedenkt, dass Bibi und Dagi als größte YouTuberin in Deutschland relativ schnell innerhalb von Monaten überholt wurden mit der Followerzahl, ist das echt krass. Und alles ist auf diese Musical.ly-App aufgebaut, der komplette Erfolg. Denn dort haben sie Videos hochgeladen und einfach Sachen nachgetanzt. Ich blende hier mal was ein, muss leider aufgrund der GEMA rübersprechen, weil sonst kriege ich hier Probleme auf YouTube. Und solche Videos in der Art haben sie halt gemacht, wie jetzt hier zu sehen. Und das ist schon ziemlich krass, dass es innerhalb von kurzer Zeit durch diesen Hype dieser App so schnell nach vorne ging, halt auch mit den Followern. Und das ist auf jeden Fall respektabel. Sicherlich gehört da auch viel Glück zu. Aber ich denke auch, dass da viel vom Management auch getan wurde, um so erfolgreich zu werden. Jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, kam der Erfolg aus dem Nichts? Und das muss man ganz klar mit Nein beantworten, denn beide wurden relativ schnell schon gemanagt und das aus dem Bekanntenkreis. Ein Bekannter der Familie managt die beiden und das auch sehr erfolgreich und sicherlich war auch ein bisschen Glück damit dabei, denn diese App, dass die so durch die Decke ging, das konnte man natürlich nicht absehen und das ist natürlich ein bisschen Glück und sie haben natürlich auch diese Optik, die bei Jugendlichen, denke ich schon, erfolgsversprechend ist. Die Mädels finden sie cool und die Jungs finden die beiden sexy, von daher klappt das dann auch mit den Klicks und das ist dann natürlich auch noch hilfreich, das muss man natürlich auch ganz offen sagen und ich denke auch, dass die beiden international ziemlich erfolgreich werden könnten, denn auch ihre Facebook-Seite und so weiter sind schon so ein bisschen angelehnt, dass das schon alles auf Englisch formuliert wird und auch auf Instagram schon alles sehr international geprägt und ich denke, da macht das Management eine sehr gute Arbeit, denn die beiden wirken ein wenig auf mich und erinnern mich ein wenig an die Olsen-Twins aus den 80ern und 90ern, die ja ziemlich erfolgreich durch die Serie Full House wurden. Kennt ihr noch jemand? Ich blende hier mal ein Bild ein und die waren ziemlich erfolgreich in der Vergangenheit. Die waren mit 18 schon Multimillionäre und auch später Milliardäre durch ihre eigene Produktionsfirma und die haben echt ein Business ans Tag gelegt, dass die jetzt mit 30 ausgesorgt haben und glaube ich seit 5 bis 10 Jahren kaum noch was zu sehen war von den beiden. Und auf jeden Fall könnte ich mir das auch vorstellen, vielleicht nicht ganz so groß wie die Olsen Twins, aber dass das so in die Richtung geht. Was meint ihr? Ich muss ganz offen sagen, ich kann mit dieser App Musical.ly nicht viel anfangen. Ich fand Dubsmash wesentlich cooler und auch witziger. Gerade diese Filmzitate nachzusynchronisieren, das macht doch wirklich jedem Spaß. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass jetzt Musical.ly mehr abging als Dubsmash in der Vergangenheit. Und warum nicht? Die beiden haben davon profitiert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die beiden wirklich eine internationale Karriere hinlegen. Denn wenn die nochmal anfangen zu singen oder zu schauspielern, und die sind gerade mal 13, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie mit 18, 19 echt Weltstars sind, wenn es so weitergeht. Denn sie haben jetzt schon 5 Millionen und denken wir einfach mal 5 Jahre weiter, dann könnten das locker 50, 60 oder 70 Millionen schon sein und dann könnten die zu Stars wie Justin Bieber aufsteigen und das wäre natürlich krass und zwei deutsche Mädels aus der Nähe von Stuttgart, warum nicht? Warum nicht die nächsten Superstars mal aus Deutschland? Wäre doch witzig. Also ich gönne den beiden das, sie müssen jetzt auch auf ihre Kindheit und Jugend doch ein wenig verzichten, aber dafür haben sie viel Ruhm und es gibt immer zwei Seiten, also bedenkt doch immer bei all dem Hate, die beiden bekommen, auch immer die Kehrseite der Medaille. So, ich möchte mich erstmal auch verabschieden, das war's schon mit dem Video und lasst gerne ein Like da oder einen netten Kommentar, ansonsten gerne auch noch ein Abo und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald.